Ladies und Gentlemen, Pläne wurden geschmiedet und Pläne wurden wieder verworfen. Wir befinden uns nicht an unserer Station, so wie es eigentlich geplant war, sondern wir befinden uns wieder hier im Lavagebiet, wo wir auch in der letzten Folge die meiste Zeit mit dem Zyklopen rumstanden, denn ich habe es mir doch anders überlegt, anstatt wieder an die Oberfläche und dann wieder hier runterzukommen, habe ich uns einfach eine Modifizierungsstation auf unseren Titan gebaut. Dann können wir nämlich von hier aus die beiden Tauchmodule MK3 und MK2 für den Zyklopen und den Krebs kreieren. Und ihr wisst, wie es funktioniert. Als erstes müssen wir den hier ausbauen und dann müssen wir uns etwas beeilen, weil dann kriegen wir schon Schaden, weil der Rumpf dann natürlich nicht mehr standhält. Aber naja, so schnell geht das auch nicht. Maximum Depth reached. So schnell geht das auch nicht. Guckt hier, Alter, ich bitte euch. Der heilt sich sogar. Also, ne, da haben wir ewig viel Zeit, aber wir müssen es ja nicht drauf anlegen. Wir, warte, der Zyklop, das ist bei der Modifizierungsstation, genau. Dann wollen wir mal. Zyklop-Tiefmodul Stufe 3. Alles vorbereitet, natürlich. Was habt ihr denn gedacht? Mega. Mega. Und dann der Krebs, dafür weiß ich, hatte ich nicht alles im Inventar. Ich weiß aber schon wieder nicht mehr, was gefehlt hat. Zack, zack. 1700 Meter. Gut, wir brauchen nur 1400. Das sollte ja mehr als ausreichend sein. Wieso heilt er sich? Achso, der heilt sich immer. Das außer wenn er so viel Schaden genommen hat, dass er einen Leck hat. Ach so, haben wir das auch gelernt. Also wenn er genug Schaden bekommen hat, damit er einen Leck hat, was er in diesem Fall nicht hat, dann regeneriert er sich nicht automatisch. Okay, 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 okay. Alright, ready. Welches brauchen wir dann für den Krebs? Irgendwas fehlt mir da noch. 5x Titan, 2x Lithium. Bah. 5x Titan, 2x Lithium. Haben wir natürlich alles. Haben wir natürlich alles. Hast du gehört? Wir haben das alles. Lithium, kein Problem. Und 5x Mr. Titanium. Und dann versuchen wir, die Hauptbasis der Aliens ausfindig zu machen. Ne, das ist falsch. Ich hätte gern kriege ich die mal? Ja. 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 Und 1700 Meter. So, Platz, wieso habe ich noch einen Plastallbarren? Wahrscheinlich dachte ich, dass der Krebs den auch braucht und deswegen habe ich ihn jetzt noch über. Naja, egal, Plastallbarren brauchen wir auf jeden Fall für die Rakete, dann glaube ich noch. Ansonsten, Inventar sieht gut aus, dreimal Ionenwürfel, die beiden Platten. Ich könnte mir jetzt den Lilane bauen, aber wir müssen ja erstmal müssen wir ja dahin kommen. Erstmal müssen wir ja zu der Hauptstation der Aliens kommen, müssen sie finden und müssen lebend da ankommen und so weiter und so fort. Deswegen, das ist natürlich das Erste, was wir tun. Mir ist aufgefallen, wir verlieren kaum Energie. Ich hatte jetzt eben so eine Mistviecher an mir sitzen, deswegen war ich runter. Aber man verliert kaum Energie, wenn man hier im geräuschlosen Antrieb umherfährt, wenn man halt das Wärmekraftwerk anhat. Deswegen benutze ich den einfach mal, weil ich nicht weiß, wie wir mit dem dicken Zyklopen jetzt mit dem Seedrachen klarkommen. Das weiß ich nicht, weil wir können nicht so gut ausweichen. Ich meine, gut, wir haben das Schutzschild. Jetzt, wo sich die Energie regeneriert, kann ich auch das Schutzschild anwerfen, sobald wir den sehen. Das sollte kein Problem sein. Hier klatscht es jetzt erstmal andauernd. Die Purpurrochen, das sind halt Selbstmörder. Die legen es halt drauf an, dass man sie ordentlich klatscht. Hier, den können wir bestimmt rammen. War, glaube ich, nicht so gut. Okay. Wir werden versuchen, ein wenig die Augen offen zu halten. Weil wir sollten schon wissen, wenn... Da ist er. Da ist er. Aber er schwimmt eher Richtung weg, als dass er kommt. Oh, los, Alter. Ich möchte mich ein bisschen mal in Osten... Warte, wir wollen Süd, Südost. Das war dann... Ups, das war, glaube ich, da lang. Ja. So, wir wollen einfach nur durch diese Höhle hier durch. Was war das? Ich bin schon wieder irgendwo angeeckt. So,
Sobald ich da drin bin, geht's mir besser, keine Panik. Sobald wir da drin sind, kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Hoffe ich. Zack. Bitte bieg dich wieder etwas... Och man, bieg dich doch wieder gerade. Das sieht gut. Wieso ist hier keine Hintergrundmusik, verdammte Kacke? Das gibt's so gar nicht. Jetzt muss ich euch ja selber die ganze Zeit unterhalten. Wieso ist denn hier nur das Motorgeräusch, keine Musik? Nein? Okay. Das war gar kein Öl, das war nur so ein Kackgang. Oh Mann, ey. Wartet, dann mache ich es mir vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn das doch nicht so einfach ist, wie ich mir das eigentlich gedacht habe, dann ist das natürlich etwas doof. Dann muss ich mal selber gucken. Ich würde jetzt gerne mit der Seemotte losstratzen, aber die... New creature discovered. Tja. Da kann ich jetzt ja auch nicht immer widerstehen. Wie finde ich dann diesen verkloppten Eingang? Wie finden wir dann diesen Eingang, wenn das nicht dieser offensichtliche war? Scheiße. Da, das hat's jetzt natürlich richtig gebracht. Okay, das hat uns nicht weitergeholfen. Scheiße, ich dachte echt, dass wenn wir in diese Höhle gehen, dass wir das Ding dann sofort finden. Hätte ich mich mal vorher umgeguckt. Wo soll das hier... Okay, hier geht's auf jeden Fall nochmal ordentlich runter. Das sieht nochmal neu aus. Aber geht's hier auch irgendwie nach Süd, Südost irgendwo weiter? Hier sieht eigentlich alles zu aus. Und das hier ist Norn. Das ist absolut die falsche Richtung. Aber es geht... Okay, es muss hier richtig sein. Da ist es so tief, das ist der Weg. Das ist definitiv der Weg. Okay. Okay. Alles kein Problem, Leute. Hier, mitten über dem Herz des Planeten. Naja, das Herz des Planeten ist wahrscheinlich noch... Boah, ja, fragt mich was, wie ist der Durchmesser von der Erde? 130.000 Kilometer oder 13.000? Also ne, der Durchmesser von links nach rechts einfach nur ohne die Krümmung. 13.000? Ne, 13.000 ist glaube ich ein bisschen wenig, oder? 130.000? Oder 13.000? Ich weiß es nicht. Ja, wann weiß denn ich, ey? In Erdkunde hatte ich eine 4. Was labere ich euch eigentlich damit voll? Aber auf jeden Fall, ne, bis zum Mittelpunkt des Planeten, auch auf diesem Planeten mit Sicherheit, sind es noch ein paar Kilometer mehr. 10.000 oder so. Quatsch, bis zum Mittelpunkt 5.000 oder sowas bestimmt. Aber... Wir könnten ihn, wenn wir wollten, bestimmt erreichen. Wir könnten es bestimmt schaffen, wenn wir wollten. Mann, ey. Wieso müsst ihr das immer tun? Powering up. Engine powering over. Ja! Da unten ist es ja noch heißer. Vielleicht kriegen wir da ja noch mehr Energie. Das wäre natürlich richtig säftig, kräftig. Was sind das da für weiße Lichter? Sind das etwa die Augen eines Seedrachen? Vielleicht hat der Seedrache heute auch gar keinen Appetit. Hier bin ich. Hier bin ich, Seedrache. Komm her, du Pisser. Ich mach dich kalt. Frag mich auch die bekloppten Aliens, ja? Warum haben die nicht einfach sich irgendwelche Gänge von einer Station zur anderen gebaut? Wieso sind die denn? Hat ihnen das Spaß gemacht, immer hier durch die
eintönigsten, nicht eintönig, durch die, was weiß ich, gefährlichsten und unmenschlichsten Gebiete zu schwimmen, um zu ihrer nächsten Station zu kommen? Fanden die das geil oder was? Das sind alles Psychopathen, ihr könnt da sagen, was ihr wollt, das sind Psychopathen. Sie möchte uns helfen, das ist so nett. Das ist so nett von dir, dass du uns helfen möchtest. So, wir brauchen hier den Kompass. Wie ist es hiermit? Kriegen wir hier noch schneller Energie? Nee, fühlt... Gut, die Energie steigt wahrscheinlich gar nicht, weil wir im lautlosen Modus sind. Bitte lad, es wäre gut, wenn ich hier einen Überblick hätte und wüsste, wo wir hier sind und so weiter. Da ist es! Es war gar nicht so weit. Wie geil ist denn das? Das ist ja fast direkt neben dem Wärmekraftwerk. Alter, sexistisch, ey. Ich würde mich wirklich fragen, oder wirklich... Oh, ich würde wirklich gerne wissen... Alter, überall so eine einzelnen kleinen Häuschen. Ob man mit dem Krebs, mit Aegis, durch die Lava stolzieren kann. Alter, ganz viele Stage. Alter, das ist die Hauptfabrik von denen... Hier, passt auf, Energie gleich 100%. Einmal durch die Lava durch, Energie 100%. Alternativ, kaputt. Aber da, Äste, ihr wisst es doch, das müssen wir testen. Okay. Weder das eine noch das andere ist passiert. Schade. Very, very schade. Hier ist aber kein See... Doch, hier ist ein Seedrache. Scheiße, wo packe ich denn dann den Cyclops? Wo packe ich den denn? Der wird doch aufgefressen, während ich dann... Oh, scheiße. Das finde ich nicht ganz so gut. Ich muss den irgendwo parken. Weil wenn der kaputt gemacht wird, ich glaube dann sind wir voll am Arsch. So, rückwärts fahren kann ich besser. Okay. Motor anlassen oder ausmachen? Engine powering down. Ich bin gar nicht hier, ihr vermaledeites Pack. Wir essen jetzt nochmal, schätze ich. Huhuhu. Was haben wir denn hier? Rotes Auge, tot verfault. Ja gut, du musst natürlich weg. Du musst natürlich weg, das tut mir leid. Ich will dich nicht bei mir haben. Äußerst würzig, viel Flüssigkeit, ja lecker. Plus 18 plus 9. Wir haben keinen Schaden bekommen, aber irgendwas hat definitiv versucht, von oben uns... Mann, Alter, ich habe echt ein schlechtes Gewissen dabei, das Ding hier zurückzulassen. Das wird doch zermatscht. Unser Titan wird doch zermatscht, oder nicht? Okay.
Okay, muss ich hier, meint er, ich muss hier im Zyklop umwandern? Oh, das konnte man scannen. Wieso habe ich keinen Scanner dabei? Scheiße! Fremde Konstruktion. Ultraschallabwehr. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn einem so heiß ist, weil wir verlieren keine Gesundheit. Das ist aber auch Kyanid, ja? Kyanid, ja, eigentlich, dass das nicht so was anderes gewesen wäre. Ultraschallabwehr? Ach, bedeutet das vielleicht, dass der Seedrache hier nicht... Okay, wir müssen das lesen. Vielleicht kann der Seedrache hier ja gar nicht herkommen. Das wäre natürlich die absolute Krönung. Ah. Okay, ist mein Schiff da sicher? Was? Achso, der scheiß Fisch. Ist mein Schiff hier sicher? Ist es das, was du mir sagen willst, mein lieber Freund? Diese kleinen fremden Konstruktionen geben Schallwellen von hoher Wellenlänge ab, die scheinbar dazu dienen, einheimische Lebensformen daran zu hindern, sich der größeren Einrichtung zu nähern. Perfekt, dann ist der Titan doch sicher. Ich bin, was du suchst, möchte dir helfen. Ja, ich weiß. Eigentlich weiß ich nicht, aber... Gekochtes Augauge, rotes und bla bla bla. Yes, die haben wir, die blaue. Winner, winner. Chicken Dinner, Leute. Deswegen haben wir alles im Inventar behalten. Mal gucken, ob vielleicht ein Alien die letzten 1000 Jahre überlebt hat. Wir sind auf jeden Fall infiziert. Ja, hallo. Ja, hallo, meine Schön. Papa ist wieder zu Hause. Translating local alien broadcast. Warning, vaccine development program terminated. Emperor Egg Hatching Project terminated. Live specimens terminated. Evacuate immediately. Kein Gegenmittel? Eibrutsegmentum? Ionenwürfelfabrikator. Okay, Dragon of Ice hatte etwas erwähnt, dass es hier eine Möglichkeit gibt, an unendlich Ionenzellen ranzukommen. Das wird dann wohl diese hier sein. Die Ionenzellenfabrikator-Einheit. Hallo? Hallo? Diese Maschine scheint die Quelle des Rohmaterials zu sein, aus dem die Ionenwürfel hergestellt werden, mit denen die kleineren fremden Systeme betrieben werden. Da sie wahrscheinlich Energie direkt aus dem Hauptwärmekraftwerk bezieht, könnte diese Maschine eine fast unerschöpfliche Energiequelle darstellen. Ja, genau, das ist der Shit, den wir jetzt eigentlich gar nicht mehr brauchen. Imperator-Ei-Brut-Programm. Projekt, Mann, wie dieser Scheißfisch soll bitte weggehen. Hä? Mann, ey, mach doch dieses gepökelte Ding weg. Ich hasse das. So, Leute. Okay, man muss den mit dem Krebs kaputt machen, aber dann wächst er wahrscheinlich... Oder wächst er vielleicht unendlich nach oder fährt wieder hoch und wird wieder auf... Na, ist ja auch egal. Wir haben jetzt erstmal Ionenwürfel. Ja, wir haben hier ganz schön viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir scannen erstmal diese ganzen Dinge, um herauszufinden, was das Geiles ist. Oder wir rätseln erstmal vorher, ob wir vielleicht darauf kommen, was es ist. Okay, hier komme ich nicht drauf. Sieht aus wie eine zusammengerollte Made oder so ein Vieh, was sich so zusammenrollt. Fremder Baustein. Aha. Dieses steinartige Material enthält sowohl organische als auch mechanische Teile. Im Aufbau gibt es einige genetische und technische Überschneidungen mit den selbst teleportierenden Konstruktionen, die woanders gefunden wurden. Es scheint in seinem gegenwärtigen Zustand keinen Zweck zu dienen und auf irgendeine Art von Aktivierungssequenz zu warten. Derartiges Material könnte ein fundamentaler Baustein der Technologie der Fremden sein oder sogar der Fremden selbst. Was?
Ein Bogen, ganz klar. Also ein Hightech-Bogen. Sensorimplantat, mhm. Diese Konstruktion gibt ein Signal mit hoher Bandbreite ab, das mit den fremden Übertragungen übereinstimmt, die anderswo abgefangen wurden. Die DNS auf der Außenseite zeigt, dass es einmal in einem auf 4546b heimischen Lebewesen implantiert war. Seine Größe weist darauf hin, dass das Subjekt ein Organismus in Leviathan-Größe war. Über das Überwachen und Senden seiner Position hinaus kann das Implantat auch biologische Daten über das Subjekt aufgezeichnet haben. Diese können jedoch nicht abgerufen werden. Ja, wisst ihr, mit den ganzen Dingern, die hier rumstehen, da spielt sich in meinem Hinterkopf wieder nur die eine Sache ab. Wenn Altera oder wenn die Menschheit davon erfährt, wir sind dann erstmal absolut unwichtig, wir werden wahrscheinlich gefoltert. Wahrscheinlich würde man, wenn wir jetzt gerettet wären und man erfährt davon, was hier ist, würden wir gefoltert werden von allen möglichen Institutionen, damit die mehr erfahren, weil jeder will der Erste sein, die wollen das haben. Es geht dann wieder nur um Macht und Geld. Sobald das hier öffentlich wird, kommt ein Schiff nach dem anderen, die wollen das alle haben. Da gibt's Krieg. Das hier, dieser Planet ist ganz klar ein Kriegsauslöser, denn die Menschen, die werden sich natürlich sagen, derjenige, der im Besitz dieser Technik ist, regiert das Universum. Zumindest regiert über alle anderen menschlichen Völker, weil, ist klar, wer das hier studiert, dahinter steigt und eventuell Waffen oder Teleportation oder sonst was danach entwickelt, der hat die Macht. Und da stehen Menschen drauf. Und deswegen, das Ding hier, dieses Konstrukt, ist der Auslöser des ersten interstellaren... Ich wollte sagen, des ersten interstellaren Weltkriegs, aber das wäre ja quasi sinnentfremdet. Aber you know what I mean? Und ihr wisst es, Subnautica Teil 5, wenn es bis dahin geht, handelt dann um diesen Krieg. Wie geil wäre das denn? Biomaterie-Partikulator. Ja, kennen wir doch. Dieses Gerät enthält ein höchst instabiles radioaktives Isotop, das wahrscheinlich alle Organismen, die ihm ausgesetzt werden, zerstört, physikalische Strukturen aber intakt lässt. Obwohl es perfekt als Waffe eingesetzt werden könnte, wurde es wahrscheinlich eher zur Sterilisation von Bereichen zur späteren Nutzung verwendet. Ohne Anweisung wäre es unklug, es zu verwenden. Ja, genau das ist so ein Teil, da stehen die Menschen drauf. Darauf stehen sie. Scans zeigen irgendeine Form von fortgeschrittenen Nanobots in dieser scheinbar leeren Vitrine. Diese Bots sind erheblich kleiner als alle, die innerhalb der Föderation entwickelt wurden, und es ist unmöglich, ihre exakte Funktion zu bestimmen. Es wäre jedoch unklug, sie freizulassen. Ja, die würden mich dann entweder steuern oder von innen auffressen oder sonst was. Das wäre sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm, sage ich euch. Übersetzungsgerät. Oh, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Dieses Gerät hat linguistische Daten von über 1000 verschiedenen Sprachen gespeichert. Der Kern des Gerätes könnte es ermöglichen, fremde Texte zu lesen und zu übersetzen. Bei der Analyse der gespeicherten Daten wurden auch einige antike Sprachen von der Erde gefunden. Der Begriff CHBC Live erscheint häufiger in den Daten des Gerätes. Seine Bedeutung ist unklar. Das Gerät scheint dafür konfiguriert zu sein, in die Sprache des Herstellers zu übersetzen. Es scheint nicht in die andere Richtung zu funktionieren. Okay, auf der anderen Seite haben wir auch noch, aber jetzt gucken wir erstmal ein bisschen, nicht, dass wir nur lesen. Ich meine, den Rest lesen wir auch noch, aber jetzt gucken wir uns die Seite hier erstmal an. Taschenschlampe brauchen wir, denke ich, nicht, ne? Nee. Okay, ist auf jeden Fall gar nicht ganz so klein hier. Und das ist zum Glück ein mehr oder weniger leckfreier Bereich. Okay, perfekt, perfekt. Aber jetzt stellt sich mir die Frage, ich wüsste nicht, wo es auf dieser Welt noch ein anderes Stargate gibt. Wo führt uns das hin? Das werden wir jetzt natürlich nicht testen, weil ich habe natürlich Angst. Ich habe natürlich Angst, dass das Spiel dann... Obwohl, oh, es wäre eigentlich... Man müsste eigentlich schon wissen, wo man damit wieder hinkommt. Aber das ist perfekt, das war hier immerhin... Alter, das heißt, das ist ja mega. Wir brauchen zwar nicht unbedingt, aber wir haben quasi mit diesem Portal, je nachdem, wo uns das hinführt,
eine direkte Verbindung zur unendlichen Ionenwürfelquelle. Das ist ja schon ganz geil. Aber wo bringt es uns hin? Dann, warte. Wir sind gerade von der... Ach du Scheiße, Alter, wie viel... Oh, 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 das könnte vielleicht ein bisschen dauern, bis wir hier durch sind. Aber immer... This room appears to be a biological archive storing more than 40 indigenous egg specimens in different states of development. Aber wir haben immer noch nicht die orangene Tafel gebraucht. Ich sag nicht, dass man das alles scannen kann. Okay, bis... Oh, danke. Danke, ich hätte so gekotzt, wenn man hier alles hätte scannen können. Ich würde aber gerne jedes Ei mitnehmen und in unserem Zuchtbehälter ausbrüten. Das wäre so wunderbar. Stellt euch vor, jedes Ei hier, wir hätten jedes Lebewesen, wir hätten die Macht. Fragt sich nur, welches Ei gut ist und welches Ei eventuell böse ist, unseren Zuchtbehälter zum Platzen bringt und dann ist scheiße. Mhm. Das sieht so aus, als wenn das böse Dinge mit den Eiern gemacht hätte. Also wirklich gar nichts zu scannen? Einige dieser Tierarten, das ist ja 1000 Jahre alt. Also bevor die ganzen, bevor der Virus die meisten Lebewesen hingerafft hat, zwei Drittel, ne, 300% mehr biologisches Leben haben wir in der letzten Folge gelernt. Das heißt, zwei Drittel wurden hingerichtet, wenn ich jetzt nicht mathematisch gerade komplett wieder einen Denkfehler habe. Und hier werden natürlich auch Eier von Lebewesen dabei sein, die es gar nicht mehr gibt. Deswegen wäre es richtig ge... Oh. Das passt wahrscheinlich nicht in unser Inventar rein. Das passt wahrscheinlich nicht in unser Inventar rein. Oh Mann, ist das aufregend. Ist das aufregend. Forschungsdaten über den See-Imperator. Größenkategorien wurden zur Unterstützung dieser Tierart nach oben korrigiert. Ernährung und Verdauung. Fremde Forschungsdaten zeigen, dass sich diese Tierart trotz ihrer Größe ausschließlich von Mikroorganismen ernährt, die sie aus dem Wasser filtert. Diese sind ihrerseits auf ein kompliziertes Ökosystem aus pflanzlichem und tierischem Leben angewiesen. Große eierstockähnliche Organe liegen in der Körpermitte, was darauf hinweist, dass sie wie andere Arten auf diesem Planeten Eier produziert. Inneres Narbengewebe weist jedoch auf eine mögliche Unfruchtbarkeit hin. Enzym 42, das ist, soweit wir gehört haben, das Heilmittel für Kaara. Kaara? Der Imperator stellt Enzym 42 in seinem Magen her, um seine Nahrung zu verdauen und gibt es gelegentlich in das umgebende Wasser ab. Es wurde festgestellt, dass diese Substanz die Auswirkungen des Bakteriums neutralisiert. Seine Gegenwart im Ökosystem würde heute erklären, wie das Leben auf dem Planeten den Ausbruch überstand. Es bleibt weiterhin offen, wie das Enzym verteilt wird. Vergleichende Analysen der Größe und Stoffwechselraten zeigen, dass das von den Forschern gefangene Exemplar etwa 1600 Jahre alt war. Umfangreiches inneres und äußeres Narbengewebe weist darauf hin, dass es über die maximale Lebensspanne seiner Art hinaus gut gelebt hat. Beurteilung: Ein gesundes Imperator-Exemplar hatte möglicherweise ein gewisses Potenzial für eine Heilung geboten. Es ist aber unwahrscheinlich, dass irgendein Forschungsobjekt das Quarantäneverfahren überlebt hat. Tja. Ladies und Gentlemen. Was, frage ich euch, was ist dann der Geist, der immer mit uns spricht? Ist es ein Alien? Oder ist es ein Imperatorkönig? Ich habe den Namen schon vergessen. Imperatorbrut. Was? Brutimperator? Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch nur ein Roboter. Diese kleine ekelhafte Missau. Mann, hier erfahren wir jetzt, das ist so spannend. Der greift uns gar nicht an. Die sind gut. Die sind gut hier. Mann, es ist so schön, Alter, dass ich jetzt das Gefühl habe und ihr hoffentlich auch, dass man jetzt gerade sämtlichen Scheiß erfährt, der noch offen war. Wobei wir gerade so Sachen erfahren, von dem...
Hä? Hä? Hä, wie? Wo soll denn das alles hin? Okay, das müssen wir natürlich testen. Wo soll das denn alles hinführen? Wo soll das denn bitte alles hinführen? Wie viel habe ich jetzt noch im Inventar? Im Inventar habe ich noch einen. Hä? Okay, wir können wahrscheinlich die ganze Welt easy bereisen. Aber wo? Okay, also auf der Insel? Auf beiden Inseln, die es gibt, haben wir ein Portal. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwo noch eins ist. Wir haben jetzt hier die Portale. Wir haben im Wärmekraftwerk haben wir ein Portal. Wo? So, hä? Okay. Die müssen wir nochmal bauen, bevor wir hier dann reinkommen. Das ist dann, logischerweise geht es hier geradeaus. Das heißt, das ist dann der Megaweg. Das ist dann der Megaweg. Es geht aber da hinten auch noch hoch, ey. Es geht da noch drei, es geht da noch, oh mein Gott. Alter Schwede, dann gehen wir erstmal nach oben. Das darf alles nicht wahr sein hier. Was? Alter, das sah aus wie ein Geist. Laut den übersetzten Datenprotokollen wurde eine einheimische Leviathan-Art entdeckt, die eine einzigartige Substanz produzierte, die als Enzym 42 bezeichnet wird und die Symptome der bakteriellen Caraa-Infektion bei anderen einheimischen Organismen hemmte. Das Exemplar wurde gefangen und in einem eigens dafür gebauten Lebensraum für weitere Studien aufbewahrt. Die fremden Forscher waren sehr bemüht, die Umweltbedürfnisse der Lebensform zu erfüllen, inklusive dem Einbringen voneinander abhängiger Pflanzen und Tiere durch ein Sprungtor vor Ort. Trotzdem verschlechterte sich ihr Zustand schnell. Als die Quarantäne verhängt wurde, wurden alle Sprungtore und Kraftfelder versiegelt. Alle Versuche, das Enzym zu einem Impfstoff zu entwickeln, waren erfolglos geblieben. Mann, ich habe einen verstärkten Anzug, du kannst mir nichts... Will da einmal draufspringen, dann kriege ich das schon mit der Angst zu tun. Du Lappen. Diese Spannung. Diese Spannung, wann wir endlich den ultimativen Hinweis kriegen werden. Oder die ultimative Lösung oder konservierte Eierschale. Seeimperator Eierschale. Zusammensetzung der Schale. Die Schale besteht aus dicken Schichten von Kohlenstoffverbindungen, was auf eine ausgedehnte Schwangerschaftsdauer hinweist. Diese Leviathan-Art könnte nur einmal pro Jahrhundert Nachkommen haben, vielleicht nur einmal in ihrem Leben. Die präzisen Einschnitte weisen darauf hin, dass mit einem lasergestützten Werkzeug die Eierschale aufgeschnitten und der Fötus zwangsweise vor dem vollständigen Heranwachsen entfernt wurde. Der Zeitdruck, einen bakteriellen Impfstoff herzustellen, könnte die fremden Forscher dazu gebracht haben, dieses Ei aufzuschneiden und den Fötus zu Studienzwecken zu entnehmen. Es ist ebenfalls möglich, dass dem Jungtier von seinem Elterntier und natürlichen Lebensraum getrennt einige lebenswichtige Bedingungen zum natürlichen Schlüpfen nicht mehr erfüllt werden konnten. Okay, diese Monster. Diese Monster haben einfach das Kind aus dem Ei geholt. Schweinepriester. Schweinepriester. Hier ist alles leer. Hier ist alles leer. Konservierter Fötus. Ihr Monster. Ihr Monster. Na gut, was heißt Monster? Also im Prinzip, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist zwar eine radikale Methode, aber jetzt sind wir ohne Scheiß, ja? Ey, ich würde 10 Föten aus irgendeinem Bauch rausreißen mit meiner bloßen Hand, wenn ein Virus existiert, ja, der quasi das ganze Leben auf dem Planeten vernichtet. Natürlich muss man dann Opfer bringen. Ich meine, was ist ein Leben gegen gestorben sind, wenn ich mich an die Nachricht recht erinnere, 145 Milliarden. Und ey, ohne Scheiß, was ist dieser Fötus im Vergleich zu 145 Milliarden? Da muss man einfach mal logisch an die Sache rangehen und nicht sagen, ja, aber das Leben ist genauso viel wert wie jedes einzelne der 145 Milliarden. Ja, aber 145 Milliarden mal 1 sind 145 Milliarden und das ist mehr als 1. Und deswegen, danke, dass du für die Wissenschaft gestorben bist. Leider warst du unnütz.
Unfähig. Du bist unfähig und hast die Wissenschaftler nicht unterstützen können. Du Mistsau. Okay, der hat hier so Saugnäpfe an seinen Tentakeln dran. Da Schläuche und so weiter. Flüssigkeiten. Maschinen, die in seinen Körper reingerammt wurden. Na gut. Seeimperator Fötus. Er wurde konserviert in einer Vitrine gefunden und war möglicherweise ein junges des erwachsenen Exemplars, das in dieser Einrichtung festgehalten wird. Physiologie. Die oberflächliche Verwundung des Exemplars zeigt, dass es gewaltsam aus seinem Ei entfernt wurde. Unterentwickeltes Gewebe weist darauf hin, dass der Organismus während des Entnahmevorgangs verstarb. Gewebeproben wurden dem Verdauungstrakt entnommen. Es scheint, dass die Fremden versuchten, aus den Enzymen, die der Verdauungstrakt des Exemplars produzierte, ein Heilmittel für das Bakterium herzustellen. Ohne ein junges, gesundes Exemplar waren diese Bemühungen vergebens. Okay. Also die Forscher haben sich ja beste Mühe gegeben, aber Alter, ich frage mich echt mit der Technik, die die haben, und dann den Fötus und das große Vieh und dies und das, wieso die das nicht geschafft haben. Och Mann, ich würde gern die Vergangenheit erleben. Ich hätte gern so eine, ich hätte einen Film. Alter, ja, ich will das Unknown Worlds Entertainment, ich will, dass die einen Film drehen, quasi wie das zu der Zeit gelaufen ist, als die Aliens hier halt, als das alles passiert ist, als der Virus ausgebrochen ist. Der Film wäre allein dadurch schon geil, weil er kein Happy End hat. Filme ohne Happy End sind immer mega, weil da nicht einfach auf Boom, Boom und oh, am Ende Friede, Freude, Eierkuchen, alles cool gesetzt wird, sondern da steckt dann meistens wirklich eine vernünftige Story drin. Tragödien, Drama, das ist immer mega. Und stellt euch vor, einen Film dazu, wie hier die Aliens halt erstmal, ne, so eine erste halbe Stunde vorgeplänkelt, bla bla bla. Und damit man so ein bisschen sieht, über was für Technik die verfügen, dann bricht das Kara-A-Virus aus und dann geht's hier voll los. Vieh fangen, Fötus entnehmen, forschen und so weiter und so fort, bis dann am Ende vom Film 145 Milliarden Lebewesen sterben und dann Ende. Die Credits laufen. Special thanks to Naoya, dass er uns diese Idee vermittelt hat. Ja, bitte. Solange das Geld stimmt, habe ich's doch gern gemacht. Ja, also das geht doch gar nicht. Wo soll das denn alles hingehen? Das ist jetzt gerade der letzte Ionenwürfel. Müssen wir gleich mal erstmal neue holen. Das verstehe ich jetzt komplett nicht. Das verstehe ich jetzt komplett gar nicht. Das bedeutet natürlich, das ist wie auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben hier noch eins. In der Tür haben wir dann noch eins, logischerweise, weil das hier alles synchron aufgebaut ist. Da müssen wir uns erstmal nochmal würfeln. Was zum Geier? Wo sollen denn die ganzen Dinger hinführen? Alter, eine Wasserrutsche! Wie geil ist denn das? Okay, hier haben sie Pflanzen dann quasi gezüchtet. Okay, da geht's auch noch runter. Da war ein Glubscher! Da war ein Glubscher! Alter! Alter! Das sind die Ventilationsöffnungen, die überall in der Welt verteilt sind. Da stand in dem Text drinne, dass hin und wieder mal ein Glubscher da reinschwimmt. Das sind die Ventilationsöffnungen, die im Meeresboden sind, die wir gefunden. Alter! Alter, hyperintelligent! Hyperintelligent schon wieder! Glubscher auf dem Weg in die Sicherungseinrichtung. Die Leitungen, durch die Wasser in die Sicherungseinrichtung fließt, sind voller Glubscher von der Oberfläche. Die Fische zeigen keine Anzeichen von Stress. Die gescannten Exemplare haben alle große Mengen an Samen und organischem Material von der Oberfläche verzehrt. Einige Exemplare zeigen Anzeichen einer beginnenden Infektion. Tja, das sind die Viecher, die in diese komischen Ventilationsöffnungen reingesogen werden. Alter, das ist ja mega. Das ist ja mega.
enzymtragende Glubscher verlassen die Sicherungseinrichtung. Die Abflussleitungen sind voller Glubscher auf dem Weg zurück zur Oberfläche. Die Exemplare zeigen keine Symptome einer Infektion. Alle gescannten Exemplare tragen das Enzym 42 in sich, das offenbar das Bakterium hemmt. Ihre Mägen sind ansonsten leer, was darauf hindeutet, dass sie den Inhalt vor dem Eintritt in die Leitungen entleert haben. Beurteilung: Sollten die Glubscher die Fähigkeit entwickelt haben, das Enzym über das Leitungsnetz zu verteilen, kann dies zum Teil erklären, wie das Leben auf 4546b seit dem bakteriellen Ausbruch überlebt hat. Ach, die Glubscher! Die Glubscher, Alter, die sind hier rein, sind dann irgendwie zu diesem Vieh-Kaiserkrabbe, haben das irgendwie an seinem Kot, an seinen Magenausdünstungen genascht, kommen wieder nach oben, tragen das selber, das Enzym in... Die Glubscher sind die Retter? Alter, die Glubscher haben das Leben auf diesem Planeten in den letzten 1000 Jahren sichergestellt. Wie geil ist das denn? Ich werde nie wieder einen Glubscher essen. Gut, auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich gut, Glubscher zu essen, weil wir dadurch eventuell gesünder werden. Aber ich meine, das sind Helden, die kann man ja nicht einfach wegnaschen. Das kannst du nicht machen, ey. Ohne Scheiß jetzt mal, kannst du nicht machen. So, die Folge beenden wir aber gleich. Wir werden das heute mal cool bei knappen 40 Minuten halten. Wir gehen da noch runter, den fetten Gang. Ich baue dann bis zur nächsten Aufnahme natürlich die blaue Tafel. Werde essen. Na gut, das könnte jetzt schon knapp werden. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Baue die Tafel und werde speichern. Und dann werde ich ganz ehrlich gesagt testen, wo die ganzen Teleporter hinführen. Weil das regt mich ein bisschen auf. Glubsch, glubsch. Glubsch, 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 glubsch. Okay, das hier ist farblich unterschiedlich. Das ist natürlich auch sehr interessant. Ich kann nicht weiter gucken. Ich kann nicht gucken. Okay, hier unten war dann aber gar nichts Interessantes mehr. Das ist ja schade. Das ist ja schade, dass hier unten nichts Interessantes mehr war. Freunde! Freunde! Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Was? Ach nee, das ist nur ein Licht gewesen. Und ich dachte schon wieder. So, wir werden kurz... Warte, hier ist... Na, hier ist gar nichts. Wir... Oh, 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 oh. Seht ihr, laufen ist nicht so gut. So, wir werden ganz kurz einen Kontrollblick wagen, ob hier wirklich ein Teleporter ist. Oh, nee, ich darf nicht schnell laufen, Alter. Dann stürzt das Spiel ab. Ihr habt's gesehen. Also, sobald ich schnell laufe, ruckelt's hier wieder. Ja. Okay, Ladies und Gentlemen. Unter diesen ganz besonderen Umständen, dass wir diese Folge fast nur gelesen haben... Das hier müssen wir in der nächsten Folge natürlich auch noch lesen. Aber in der nächsten erst. Werden wir an dieser Stelle die Folge beenden. Ich werde uns... Ich werde uns eine blaue Tafel bauen. Ich werde essen. Ich werde alle vier Portale testen. Und beim nächsten Mal werde ich euch berichten, wo die Portale hinführen, weil das dauert einfach zu lange und die Gefahr des Absturzes ist zu groß. Ich sage euch dann, wo die hingehen. Vielleicht ist das ja auch nur eine Verarsche. Und dann werden wir dieses Tor durchschreiten. Wir machen das anders. Wir lesen das nicht zusammen. Das ist zu viel. Ich weiß, dass das manchmal nervig ist. Ich scanne die Dinger jetzt und überlasse es euch, ob ihr dann das Video stoppt und die Scheiße selber lest. So einfach machen wir das nämlich. Und ich mache das dann auch. Ich lese das dann auch in meiner Aufnahme. Antikes Schwert von der Erde. Okay, das geht schnell. Ein antikes Schwert von der Erde, auf das 13. Jahrhundert zurückdatiert. Blutreste auf der Klinge entsprechen der DNS von 7 Staatsoberhäuptern jener Zeit. Dieser Hinweis stützt die Theorie, dass die Fremden eine alte, raumfahrende Zivilisation waren, die im Geheimen weniger entwickelte Arten erforschte.
Alter, die waren auf der Erde, diese kleinen Schweinepriester. Ach, scheiß drauf, wir lesen das jetzt hier einmal durch, ey. Diese Schnitzerei ist mehrere hunderttausend Jahre alt und wurde aus einer unbekannten natürlichen Faser hergestellt, die auf einem unbekannten Planeten gewachsen ist. Es zeigt eine auffällige Ähnlichkeit mit dem Yin-Yang-Symbol der alten Erde. Zwei konkurrierende Theorien können diese Ähnlichkeit erklären. Die Fremden könnten vor dem 4. vorchristlichen Jahrhundert die Erde besucht und die Entwicklung der alten chinesischen Philosophie beeinflusst haben. Das Konzept von Yin und Yang könnte universal sein. Yin und Yang beschreiben im Grundsatz die gegenseitige Abhängigkeit von scheinbar entgegengesetzten Kräften. Dies könnte ein notwendiges existenzielles Verständnis gleich welcher Form in allen ausreichend entwickelten Zivilisationen sein. Die Verjüngung von zwei Kreisen, Vereinigung in entgegengesetzte und immer kleiner werdende Punkte, das Endliche, ist eine logische Art und Weise, dieses Verständnis darzustellen und könnte von anderen intelligenten Wesen unabhängig von den Menschen entwickelt worden sein. Bullshit, der erste Punkt ist es, die Aliens haben da ein bisschen auf der Erde mitgewirkt. Das zweite ist ja wohl völliger Bullshit. Fremde Skulptur, dieses Artefakt enthält keine Energiequelle, was darauf hinweist, dass es eher einem zeremoniellen als einem praktischen Zweck diente. Die Pyramide stellt Ranken dar, die spiralartig auf den warmen blauen Stein an der Spitze zulaufen. Es könnte eine Pflanze vom Heimatplaneten der Fremden darstellen, ein Gebäude mit religiöser Bedeutung oder sogar die Anziehungskraft ihres Heimatplanetensystems. Mhm. Ja, geil. Geil. Ich denke aber, hier sind nur Sachen von fremden Welten. Also für die fremde Welte. Holographischer Projektor. Dieses Gerät enthält Netzwerktechnik und eine holographische Projektionseinheit. Es wurde wahrscheinlich als Kommunikationsrelais verwendet, das Bild des Benutzers erfasst und an einen entfernten Ort projiziert. Es scheinen keine weiteren Geräte in dieser Reichweite zu geben. Ja, das haben sie doch hier. Also, wirklich. Ich denke, vielleicht waren die ja in der Galaxie von Star Wars unterwegs. Vielleicht kennen die ja... Vielleicht waren das ja sogar Jedi-Ritter, die das hier gebaut haben. Alter! Das hier ist der Tempel der Jedi. Damit haben wir das Rätsel gelöst, Freunde. Rudimentäre Tafel. Die Urtafel eventuell. Dieses Gerät hat viele Gemeinsamkeiten mit den Tafeln, die für den Zugang zu den fremden Einrichtungen verwendet werden. Obwohl sein Aufbau weniger komplex ist, könnte einem ähnlichen Zweck gedient haben, dem Gewähren von Sicherheitszugängen und Speichern relevanter Daten. Und daher hier als eine Art Andenken aufbewahrt werden. Okay, bin ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen, habe ich nicht so ganz kapiert, aber ist in Ordnung. Damit haben wir den ganzen Scheiß zum Glück gelesen, sind fertig und beim nächsten Mal können wir einfach in dieses Ding da rein huschen, muschen, wullebuschen. Das ist doch mega. Ladies und Gentlemen, jetzt aber wirklich, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, ab durch das blaue Schutzschild. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.